Ja, überall Sand, aber ist auch kein Wunder. Denn wir sind ja in der Wüste hier in Mario und Luigi Dream Team Bros. Wo ist. Was ist denn hier? Ist nix? Was ist hier los? Muhahaha. Ihr kommt zu spät, ihr Aussatz, Klempner. Der Traumstein. Nein, das ist der Traumstein. So trifft man sich wieder, Prinz Traumbert. Der Finsterstein konnte ich ja nicht stehlen. Also werde ich mich wohl mit dem Traumstein begnügen. Noch einmal besiegst du mich nicht, Griechi. Otosma, du Feigling. Gra. Ziemlich starker Abgang, das muss man ihnen lassen. Schnell, ihnen hinterher. Ganz ruhig, mein Prinz, wir dürfen nichts überstürzen. Wir wissen ja noch nicht einmal, wohin sie überhaupt geflohen sind. Jetzt, wo du sagst. Wir müssen nach Hinweisen suchen. Nur so können wir sie finden. Ist das hier nicht eine Traumzone? Schau mal, hier hat der Traumstein gelegen. Die Stelle hier ist ganz klar eine Traumzone. Eine was? Eine Traumzone. Traumzonen sind Orte, an denen Träumer eins mit ihren Träumen wären. Auf der ganzen Insel finden sich diese Traumzonen an verschiedenen Orten. Wenn wir in Traumzonen schlafen, bekommen wir vielleicht was, wir so dringend brauchen. Einen Hinweis auf den Ort, an dem wir den Traumstein finden können. Wir suchen also in der Traumwelt nach Hinweisen. Genau. Das ist dein Auftritt, Luigi. Nutze mich als dein Kissen und tritt die Reise in die Traumwelt an. Ich hoffe nur, du samperst nicht im Schlaf. Viel Erfolg, Mario. Ja, das werden wir wohl brauchen. Entschuldigung dafür. Handyhalterung. Ja. Aber erstmal sollte man speichern. Der Traumstein ist nicht mehr an seinem Platz. Besuche die Traumwelt und finde den Ort, wo der Traumstein vorher war. Vielleicht findest du wichtige Hinweise. Ja. Hoffen wir es mal. In den Mondentipps nachschauen. So. Ich nutze mal wieder die Traumkugel. Thank you.
Was für ein Loot, dass dieser Gegner dann nicht einfach abhaut. Ja, keine Chance eigentlich. Naja. Aber muss der Gegner ja wissen. Oh. Ach, Scheiße. Oh, war das schlecht. Oh, der Traumstein. Und der Geist mindestens. Das ist der Geist des Traumsteins. An dieser Stelle befand sich der Traumstein. Und weil das hier die Traumwelt ist, ist sein Geist immer noch da. Zum Glück haben wir ihn gefunden. Vielleicht kann er uns sagen, wo der Traumstein ist. Ach du, was seid ihr denn für Komiker? Ihr seid wohl aus der Wachwelt, was? Wie schön für euch. Ihr wollt wissen, wo der Traumstein ist? Okay. Okay, ich sag's euch. Nicht. In der Wachwelt hat sich irgendjemand den Traumstein aus dem Staub gemacht. Deshalb fühle ich mich irgendwie groggy und etwas gereizt. Ich brauche jede Sekunde Schlaf, die ich kriegen kann. Es tut mir so leid. Lügen soll man nicht. Dass ich keine Zeit habe. Denn ich glaube, es tut ihnen nicht leid. Habe euch, dass ich keine Zeit habe, euch zu helfen. Ich sag's euch nicht. Ihr braucht gar nicht auf den Gedanken kommen, mir zu folgen. Aus mir kriegt ihr kein Wort raus. Das hätte besser laufen können. Aber wir haben keine anderen Anhaltspunkte. Wir müssen diesen Geist zum Sprechen bringen. Der Geist ist schon wieder so ein nerviger Charakter. Aber nicht so nervig wie Blöckle und Blockburger. Meiner Meinung nach. Aber trotzdem ziemlich nervig. Was steht in den Tipps? Folge dem Geist des Traumsteins und frage ihn, wo der Traumstein sein könnte. Ja, wir haben ja leider keine andere Wahl. Wir müssen unbedingt wissen, wo der Traumstein ist. Wer weiß, was am Tasmanbote damit anfangen. Klar, Weltherrschaft.
Gut, bei Mario will ich mal wieder den Angriff. Hier sind, in diesem Gebiet sind zwei Attackenfragmente und, naja. Bestimmt brauchen wir diese Traumpaar-Attacke. Wie schon mal das eine. Das zweite ist ein bisschen weiter oben. Nein! Gut, man kann ja erstmal da reingehen. Sehe ich eine Sackgasse. Nein. Alter. Glück gehabt. Ich fixe mal wieder die Ohren. Alle gehen allein 20 Punkte Schaden.
So, Heilpilz. Ach du Scheiße. Das war sowas von schlecht. Gerade dieser Angriff. Legendäres Luigi's Jungs-Objekt. Traum Luigi, möchtest du nicht mal probieren, dorthin hineinzufahren? Was ziemlich falsch klingt, hineinzufahren. Soll ich erklären, wie das funktioniert? Nicht nötig. Gut. Was sollte das jetzt? Oh. Aber es ist, glaube ich, gut, dass ich da bin. Denn so offen möchte ich jetzt auch nicht kämpfen. Zwar schauen um die Erfahrungspunkte, aber... ja. Ich möchte auch ein bisschen vorankommen im Spiel. Dafür sind wir zu hoch. So, ja. Brauche ich jetzt nicht mehr. Traumologies. Ja, dann ich sagen, danke mir fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Teilt das Video mit euren Freunden, Verwandten oder wen auch immer. Und dann bis zum nächsten Part von Mario und Luigi Dream Team Bros. Bis dann und ciao.